Guten Tag, darum geht es im heutigen Video und ich glaube, ihr wisst jetzt, spätestens jetzt, was es ist. Guten Tag und willkommen zu diesem Video. Eigentlich wollte ich heute was anderes machen. Das liegt jetzt hier. Wenn ihr das seht, dann wisst ihr wahrscheinlich schon, was ich meine. Nein, ich habe meine Farben nicht weggeworfen, sondern das ist mein alter Kasten. Ich habe irgendwann mal eine Aufnahme gemacht, wo ich diesen Kasten in den neuen Kasten eingebaut habe. Also alle Farben da rüber gepackt. Da habe ich ein Video gemacht und dann habe ich das in Ordner gepackt und seitdem liegt das da. Das war 2018, das ist schon lange her und deswegen mache ich jetzt am kommenden Dienstag ein Video zum Thema Aquarell. Also da ist dann auch die alte Aufnahme drin und alles, was es so zum Thema Aquarellieren gibt, also wie ich damit arbeite, jetzt nicht irgendwas Standardmäßiges, sondern wie ich das hier einsetze, wie ich das mache und mit was ich arbeite und so, aber das seht ihr dann am Dienstag zu gewohnter Zeit. Aber am Sonntag gibt es erstmal hier den nächsten Teil von der Stadt. So, und jetzt gibt es erstmal die Auflösung und zwar von diesem Ding hier. Das ist, das kleine Rätsel hatte ich ja im Community-Bereich gestellt und auf Instagram, wenn mir da folgt, auf jeden Fall auch nochmal gucken, weil da sind noch ein paar andere Sachen. Für alle, die noch nicht bei Instagram sind, es ist angenehmer als Facebook, weil es nicht so überladen ist. Man hatte auf Instagram wesentlich mehr Ruhe und es ist alles so ein bisschen fokussierter auf die einzelnen Sachen, ob das jetzt Foto oder Video ist. Es ist wesentlich angenehmer und es kostet nichts. Dieser Papierkreis, den ihr da gesehen habt, da sind einige schon auf die Idee gekommen, ah, das Papier, Zeitung. Ja, das ist korrekt. Hier liegt der Streifen, der ausgerollte Streifen. Das andere habe ich übrigens verschenkt, das war ein Geschenk. Jetzt denkt ihr sicher schon, ja, warum sollte man sowas verschenken? Ja, sind ein paar andere noch auf die Idee gekommen, was das sein könnte. Und zwar ist das ein Wein. Nicht, also es kann irgendeine Flasche sein. Und zwar ist das Wichtige bei dieser Flasche, dass die so zuläuft. Also viele Flaschen laufen ja so zu, natürlich. Sonst wäre es so ein Glas, so ein Wurstglas oder sowas. Also wenn das dann so zuläuft, es verjüngt sich praktisch zum Hals hin, dann ist das ja sehr schwierig. Also ich wickle das jetzt erstmal drum, dann sehen wir weiter. Ich kann das aber auch eben zeigen, dann könnt ihr hier und da gucken. Das ist, glaube ich, ganz cool. Also es wird hier so drum gewickelt am Flaschenhals. Dazu machen wir uns hier so einen Klebestreifen dran, wie man hier sieht, ein wenig Tesa. Und dann kleben wir das Ganze möglichst gerade hier drauf, dass das praktisch gerade abschließt. Und dann wird es drum gewickelt. Mir ist übrigens gerade noch eine Sache aufgefallen. Dreht das nicht in Öffnungsrichtung. Wenn ihr nämlich hier dran dreht, dann öffnet sich das. Bei dem anderen war jetzt kein wirklicher Schraubverschluss dran, deswegen ging das da. Es reicht noch nicht. Ich muss noch mal Papier nachlegen. Dazu nehme ich einfach ganz normales Zeitungspapier. Und den setzen wir hier jetzt an und wickeln fleißig weiter. Das sieht dann so aus. Und jetzt haben wir hier diese gewohnte Optik. Jetzt legen wir uns die mal hier so hin. Also von oben seht ihr das jetzt nicht, aber wenn ich jetzt hier ein Lineal drunter halte, dann seht ihr, dass das hier auf einer Höhe mit der Flasche ist. Das heißt, hier unten und hier ganz oben ist eine Höhe. Das heißt, wir können jetzt ganz einfach die Flasche so einrollen und hier oben auch Druck ausüben, weil das die gleiche Höhe ist. Gibt es auch von euch jemanden, der gerne mit Zeitungspapier einpackt? Dann schreibt mir das mal in die Kommentare, weil ich mache das nämlich sehr gerne. Einfach Zeitungspapier nehmen, da kannst du die tollsten Geschenke mit einpacken. Ja, du hast kein Geschenkpapier, was du dir erstens kaufen musst und was erstens, also zweitens auch hergestellt wird. Du hast Zeitung, die wird eh weggeschmissen, dann kann man die ja noch zum Einpacken verwenden. Und die kannst du vor allem richtig aufreißen, weil das ist ja eh Müll. Also von daher eine Win-Win-Situation. Und du hast immer einen interessanten Artikel auf irgendeiner Seite vom Geschenk. Also wenn ihr das kennt, schreibt mir unten rein, das würde mich mal interessieren. So, und jetzt hat man das hier so zu. Ihr seht, das ist eine vernünftige Röhre. Die kleben wir jetzt hier an den Stoßkanten zu. Und hier unten, da haben wir jetzt die Öffnung, da ist ungefähr so viel Luft. Die falten wir einfach um. Kann man sich so ein bisschen so vorstellen wie einen Ärmel umkrempeln. Weil dann haben wir nämlich einen massiven Stand und unten ist das so zusammengeknittert. Und gut ist. Und unten sieht es so aus. Da kann man jetzt noch was reinstopfen, wenn man jetzt nicht will, okay, dass das erkannt wird. Das war des Rätsels Lösung. So sieht das Ganze dann aus. Man hat nicht immer das Problem, wenn man das jetzt einrollt, dass das hier oben direkt so zusammenknittert, sondern es ist eine vernünftige Röhre. So viel dazu. Und ich fand, das war einfach optisch irgendwie ganz, ganz cool. Das war durch Zufall entstanden, weil mein Onkel hat Geburtstag gehabt und der hat die Flasche dann auch bekommen mit diesem Ding oben drauf. Das hat aber noch ein bisschen länger gedauert, weil ich noch feiner mit dem Papier war.
Ich mache die Kamera mal aus. So sieht das übrigens immer aus, weil die nimmt dann hier unten auf. Aber das kennt ihr ja alles. Das ist das. So packt man eine Flasche ein, wenn man denn möchte. Oder eine von vielen Varianten, wie man eine Flasche einpacken kann. Ja, ich bin gespannt, ob das noch jemand kennt. Also so mit Zeitungen und so oder Altpapier. Was auch gut funktioniert, ist, wenn man in Supermärkten die Mehl- und Zuckerbereiche, also die sind ja auf so Paletten gepackt und da hast du dann so eine Zwischenlage aus Pappe, Papier, ist meistens recht dünn, aber reicht für sowas hier auf jeden Fall aus. Da hast du halt hochwertiges, graues, so ein Kartonpapier. Das gibt's umsonst. Das nimmt man halt mit, das rollt man sich ein und dann geht man an eine Kasse und dann sagt man hier, ich habe das und das und kann man das auch mitnehmen. Also die schmeißen das weg und man selber kann das ja auch zum Zeichnen nehmen, für Buntstifte zum Beispiel. Sieht ganz cool aus, wenn man das auf dunklem Papier mal macht. Oder halt zum Einpacken, weil das ist halt DIN A2, DIN A1 glaube ich, DIN A1 oder DIN A0 sogar und da kann man einiges mit einpacken. Und kostet nichts und sieht sogar ganz schick aus, wenn das in so einem Karton ist. Ich habe jetzt hier ganz viele hinten in der Kiste liegen. Die will ich jetzt nicht extra rauskramen, weil da liegt so viel. Also ich brauche dringend ein Büro, wo ich ein bisschen mehr Platz habe, weil das ist, es bricht hier alles zusammen, weil es zu viel ist. So, jetzt aber auch genug geredet hier. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Abend. Seid dabei mit der Stadt am Sonntag. So, ich bin nochmal kurz und zwar hatte ich zu dieser Stadt ein Video veröffentlicht, wo ihr auswählt, wie diese Stadt heißen soll. Das Video findet ihr hier oben. Guckt doch da mal nach. Und in den Kommentaren, da habe ich mich extra enthalten, in den Kommentaren findet ihr auch Städtenamen, wo ihr sagt vielleicht, okay, die sind mega gut, dann liked diese Kommentare. Die Kommentare mit den meisten Likes, dessen Name nehmen wir dann für diese Stadt. Das Ganze dauert noch bis Sonntag. Am Sonntag gibt es ja den nächsten Teil und da möchte ich die Stadt gerne beim Namen benennen. Von daher ist dann Feierabend und dann wird es einen Namen geben. Ich bin sehr gespannt, da waren schon sehr coole Dinger dabei. So, und jetzt geht es erstmal hier weiter mit Schneiden und euch viel Spaß. Und vor allem am Dienstag dann bei dem Aquarell, Tutorial will ich es jetzt nicht nennen, aber bei dem Aquarell-Video. So, euch einen schönen Abend und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!